In Berlin ist es an diesem 1. Mai bislang ausgesprochen ruhig geblieben. In Hamburg dagegen geht es richtig zur Sache. Ein Aufmarsch der NPD und zahlreiche Aktionen der linken Szene halten die Polizei in Atem. Ralf Finke berichtet. Am frühen Nachmittag die ersten Zusammenstöße in Hamburg. 700 Rechte und mindestens 7000 linke Demonstranten stehen sich gegenüber. Die Polizei versucht das Schlimmste zu verhindern und setzt Wasserwerfer ein. Zuvor hatte es Brände entlang der S-Bahn gegeben, die die Neonazis benutzen wollten. Wir sind hier mit einem Großaufgebot vor Ort. Wir haben viele benachbarte Polizeien hier im Einsatz. Und wir werden zu verhindern suchen, dass es gewalttätiges Aufeinandertreffen gibt zwischen rechts und links. Auch in Nürnberg demonstrierten Rechtsextreme. 3000 Polizisten sollten hier für Ruhe sorgen. Als linke Gegendemonstranten Feuerwerkskörper auf die Polizei warfen, setzte diese Schlagstöcke und Pfefferspray ein. In Berlin, wo früher die übelsten Schlägereien stattfanden, blieb die vergangene Nacht relativ ruhig. Ebenso heute der Beginn der 1. Mai-Demonstrationen. Gestern haben wir gesehen, dass unser Konzept der ausgestreckten Hand der Deeskalationsmaßnahmen gegriffen hat. Und wir sind auch zuversichtlich, dass es heute greifen wird. Hamburg hat bereits in der vergangenen Nacht heftige Ausschreitungen erlebt. Die Hansestadt scheint diesmal das Zentrum der gewalttätigen 1. Mai-Demonstrationen zu sein.